4 schon. Wer wartet denn da? Oh, wer hätte das denn gedacht? Ich bin's, Kiave. Zusammen mit meinen Knogger halte ich den traditionellen Tanz der Alola-Region in Ehren. Also, meine Prüfung... Macarena? Ja. Ja, wie auch immer. Hey, Macarena. Weißt du, damit verhält es sich ein klein wenig anders als mit den anderen Prüfungen. Aber du möchtest dich hier natürlich trotzdem stellen. Stimmt's oder habe ich recht? Lieber nicht. Unbedingt. Die Prüfung beginnt. Meine Prüfung erfordert vor allem eines. Eine gute Beobachtungsgabe. Du sollst mir nämlich sagen, worin sich die zwei Tänze jeweils unterscheiden. Schön, möge meine Prüfung beginnen. Oh. Hm. Oh, feier. Aha. Diese Tanzpose, okay. Eins hält den Stab so und der andere so. Die gehen beide nach hinten und die gehen alle nach hinten und zwei gucken zur Seite weg, eins einen an. Okay. Okay, das guckt nach oben, das in der Mitte. Das in der Mitte ist anders. Na sowas. Das hast du gut gemacht, fast schon ein wenig zu gut. Dein Auftritt, Knogger. Knogger! Oh. Das Knogger klingt wie Manfred von Karma. Dann sollten wir es vielleicht auch so sprechen. Flick. Oh oh. Ist das nicht auch Unlicht? Na, ich gehe aufs Ganze. Nee. Feuer, Boden meine ich. Ja? Ich schau mal nach. Ja, kann aber gut sein. Also vielleicht sieht's für mich einfach nur so aus und das wäre ja. Ja. Für mich typisch. Wäre ja auch cool von Lichtfeuer. Ja. Weil irgendwie die meisten Alola-Formen sind doch sowieso Unlicht. Ach, Feuergeist. Geist ist es, oh. Na, solange es keine solchen Attacken jetzt gerade hat. Flöck. Okay. Tastfluch. Aquaknarre ja. Blockiert. Na, das ist mir jetzt egal. Achso, nee, was Konfusion Gengar jetzt geht auch ja. Statt Schwebe hat. Mhm. Blub. Tralalalala. Und tschüss. Es ist besiegt. Patrick erreicht Level 22. Ach so, jetzt sehe ich das auch. Tatsächlich. Ja, das Knogger war außer sich vor Freude, weil du mit deinem Tipp richtig lagst. Es hat dich vor lauter Freude sogar angegriffen. Mach ich sogar andauernd. Und weiter geht's. Ja, ich hab dir was zu essen geholt. Du blöde Fotze! Tanz Nummer 2, okay. Hey. Okay. Eins hat die Knochenkeule hinter sich, hinterm Rücken, die beiden anderen haben es vor sich. Das guckt da nach hinten, die anderen gucken nach rechts und nach links, okay. Was ist anders als beim vorigen Tanz? Der Wanderer. Der eigentlich. Fotobomber? Da soll ich mal? Das ist echt, ja. Das ist echt bescheuert. Na sowas. Das hast du gut gemacht. Dein Auftritt, Wanderer. Jetzt greift der an. Ernsthaft? Wanderer. Hallo. Ist das bescheuert? Das ist doch so dämlich. Gareth. Wanderer Gareth folgt daraus. Alter. Fotobomben. Aber ist wieder typisch Hawaii mit den Touristen und allem. Ja. Sehr schön, sehr schön.
Sie starren Alter. Einander an. Komm mal da drauf. Nein. Wunderbar, Garrett. Oh, das ist mein Fleckmann, das hat echt ein bisschen zu wenig an. Oh, 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 oh. Finte war ganz schön übel. Vielleicht sollte ich mal langsam gucken, ob ich ein anderes Pokémon finde. Das auch nicht schön. Patrick? Ja. Das kann Reiskorn? Nee. Hey Junge. Hat nur Sandwirbel, aber das bringt mir auch nichts. Türkan? Nee. Sag mal. Warum haben wir eigentlich Patrick nicht das Aquiums gegeben? Wir haben ja ein Aquiums. Oh, ja. Das ist, oh, eine... das ist eine gute Frage. Ach, ich gehe jetzt einfach mal auf den hier. Und benutze ein anderes. Bataliums. Oh, shit. Valium. Alkalium. Kalium. Verstraliums. Heute bei der Trendskonferenz haben alle auch nach Acid gefragt. Das ist uns unser Lieblingswort. Acid. Acid. Ja, ich glaube, wenn wir dann das Catering machen für den großen Intro-Dreh, dann klebe ich auf alle Getränke so ein Etikett mit Acid und nehme das Original ab. Fulminantes so. Fisting. Boom. Fragt sich auch die Frau zu Hause. Und es ging daneben. Nein. Wer bei Rauch wollte ja natürlich. Naja, man weiß ja nie. So. Machst du? Patrick erhält Haufen Erfahrungspunkte. Hey Junge, erreicht Level 22. Jawohl. Ja. Yeah. Na, was ist dann anders beim nächsten Tanz? Der Wanderer war außer sich vor Freude, weil du mit deinem Tipp richtig lagst. Er hat dich vor lauter Freude sogar angegriffen. Das ist so bescheuert. Kommen wir nun zum letzten Tanz. Jetzt sind alle anders. Geburtstag. Ja. Der Hintergrund wahrscheinlich. Das wär's ja. Aber warte mal. Quatsch. Also, wo ist denn eigentlich die Knochenkeule von dem vordergründigen? Okay, also eins guckt ja, zu dem... Macht der Wanderer, ne? Sagen wir, ja, gute Frage. Gareth. Okay, also ich hab die mir jetzt eingeprägt. Wahrscheinlich hat gleich der Vordere seine Keule. Was? Alter. Das Herrscher-Pokémon? Das Herrscher-Pokémon. Ich weiß es nicht, das Schwarze, oder? Das unbekannte Pokémon? Das seltsame Pokémon? Ich glaube, die drei funktionieren alle. Welches soll ich davon nehmen? Das Herrscher-Pokémon. Das zeigt, dass du ein ziemlich heller Kopf bist. Na sowas. Das hast du gut gemacht. Fast schon ein wenig zu gut. Dein Auftritt, Herrscher-Pokémon. Boah, ey. Wie kann das nur sein? Vira. Amphira. Herrscher greift an. Das ist mir noch ganz neu. Gibt's übrigens nur weiblich, das Pokémon offenbar. Ah. Mollunk und Amphira. Frage ist, ist es Amphira oder Amphira? Amphira, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall gucken wir mal. Ja, setzen wir doch mal wieder. Unlichtwasser? Unlichtfeuer. Unlichtfeuer, oh, dann weiß ich ja, was ich einsetzen kann. Oder nee, was Unlichtfeuer? Nee, Feuergift? Oder was Unlichtgift? Ja, das könnte auch sein. Oh, ein Mollunk. Ja, ich glaube, es ist Gift. Ja, wenn es Mollunks Entwicklung ist. Ja. Na gut, dann. Übrigens mit der schönen neuen Fähigkeit Korrosion, die bewirkt, dass die auch Stahl-Pokémon vergiften können. Ah. Uiuiui. Ja, stimmt, dann war es Feuergift. So. Wollen wir mal gucken, was die Kraft von Reiskorn so ausrichtet. Hoffentlich ein bisschen was mehr als... Bam, das hat voll reingehauen. Hui.
Nicht sehr effektiv. War schon. Aber ein Volltreffer. Gut. Oh. Schon muss man sagen, das war gut. Es fällt auf Verhöhner herein. Naja, mal gucken. Kraftwelle, mal probieren. Auch wenn es nicht sehr effektiv ist. Wenigstens Chance auf Para. Ja. Funkenflug. Biu. Für das Level hat Reiskorn ganz schön viele KP. Gut zu wissen. Hat ja auch ganz schön gut gegessen, ne? Ja, Folterknecht. Dann Abschlag. Und dann ist es weg. Oh, macht jetzt auch nicht mehr den Bratenfett, ne? Nee. Bums. Kling. Sie ist besiegt. Türkan erreicht Level 23. Ich hoffe, es wird sich irgendwann dann langsam entwickeln. Es wurde vergiftet. Obwohl übrigens Türkan, obwohl Türkan einen guten Angriff haben soll, habe ich gestern gelesen, dass es von allen Anfangsvögeln die beschissenste Initiative hat. Ob das so stimmt, weil noch ist ja alles, da wir ja kurz nach Release spielen, sind die Seiten noch nicht alle auf dem neuesten Stand und ich muss mich an Gerüchten orientieren. Mhm. Du musst dich an Gerüchten orientieren. Ja. Ja. Wie so ein Hund. Oi, oi, oi. Na gut, du hast gut gekämpft, Reiskorn. Oh, fuck. Na, jetzt wird's schwierig. Will ich das ist ungünstig. Ja. Ey, Junge. Die haben alle nur Biss. Türkan? Ja, komm, für den Gnadenstoß nimm was mit hoher Initiative. Was soll ich denn da nehmen? So, da kann ich doch... Ach so, einfach nur... Na ja, gut, dann nehme ich einfach Hulk Hogan. Und gut ist. Hulk Hogan! So, außerdem, es heißt ja immer, Feuer mit Feuer bekämpfen und ich benutze trotzdem Biss. Wow. Reicht ja auch. Haha. Es ist besiegt. Du besiegst. Was ist auf dem Foto an? Ne? Das ist aber auch echt bescheuert gewesen. Da denkt man sich, oh, aber das ist bestimmt gut. Sowas Schwieriges. Ja, dann, aber es ist echt gut. Ja. Wow, großartig, absolut großartig. Unglaublich, wie dir die feinen Unterschiede von Tanz zu Tanz aufgefallen sind. Und noch unglaublicher ist, wie du das mächtige Herrscher-Pokémon des Vulkans besiegt hast. Zur Feier des Tages möchte ich dir nun ein Pyriums überreichen. Es wurde ursprünglich vom Herrscher-Pokémon getragen. Na, da weiß ich, was ich damit mache. Pyriums. Oh, da müssten wir ja eigentlich gegen... Achso, klar, wir haben Wasser bekommen, machen dann Feuer, bekommen dann Feuer und können gegen Gras ankämpfen. Nice. Ja, direkt zu Hulk Hogan, wa? Ja. Und so geht die Pose für die Kraft von Typ Feuer. Euch vielen Dank, liebe Knogger. Wenn du Pokémon begegnest, mit denen du dich anfreunden möchtest, benutze die hier. Flottball! Aber das ist noch nicht alles. Naja, klingt so wie... Also, was er gerade gesagt hat, würde ja eigentlich davon ausgehen, dass man mit denen schneller befreundet wird, weil die schon einen gewissen Grundfreundschaftswert dann haben, wenn sie reinkommen. Ansonsten nee, das ist der Luxusball. Gut, gut. Dann würde ich sagen, einfach bloß, je schneller man den im Kampf benutzt, desto stärker ist er. Korrekt. Bonus erste und zweite Runde. Okay. Aber das ist noch nicht alles. Ab sofort kannst du auch Glurak ganz einfach per Pokémobilfunk herbeirufen und so flux an Orte gelangen, die du bereits besucht hast. Yay! Aber nicht so dieses Soaring wie in Ora, in Omega Rubin Alpha Saphir? Das wäre noch cool. Das weiß ich nicht, aber ich denke, wenn hätten die damit geworben. Ja.
Steige den Berg hinab und zeige das Pyrium der Prüfungshelferin vor der Barriere. Wir setzen nun unseren Tanz fort. Solange, bis wir herausgefunden haben, was es mit der ominösen Kraft auf sich hat, die Menschen und Pokémon in Alola verbindet. Bin ich sicher, dass man das beim Tanzen rausfindet, du? Natürlich. Ach,